Puppe doch nicht weg. Dann musst du einfach nicht drücken. Mit denen arbeiten, das ist wirklich, wenn, als wenn du in der Wäscherei mit der Unterhose zusammenarbeitest. Und wenn eine ganz schmutzige Unterhose, wo du die Flecken nicht mehr rauskriegst. Langsam doch. Wenn ich den Tisch jetzt nehme. Den. Ja, den am Arsch bei dir. Den, wenn ich den jetzt nehme. Ja. Müsste der jetzt höher oder tiefer? Hoch. Du bist doch an den Baum gelaufen, da du so hantierst. Was machst du denn da überhaupt? Ich bin jetzt gerade dabei, mir wirklich so einen richtig schönen Vanillepudding zu bauen. Hier. Ja. Du siehst doch, dass ich bei dem Tisch bin. Du kriegst genauso an wie Wilke. Wer die scheiß Frau mir übernudelt? Ja, du wahrscheinlich. Hey! Torben! Ob der Tisch, wo ich jetzt bin, der hier, der. Ja. Ob der jetzt gut ist? Nein. Was muss der? Hoch. Mit dem hat dir schon mal jemand Tisch um den Hals gewickelt. Mit dir kann man nicht arbeiten. Du stehst da wie so eine Ölgötze und weißt nicht, was links und rechts ist. Was ist denn das Problem? Die Tische sind schief. Siehst du das denn nicht? Ja, mach die doch gerade. Ja, bin ich bei, aber mit denen kannst du nicht zusammenarbeiten. Der macht ja das Gegenteil. Wenn ich jetzt sage, hoch, drückt er runter, weil er ein dreckiger Schlupf in der Wäscherei ist. Warte, jetzt will ich überlegen. Der muss höher. Den tue ich jetzt höher. Und wenn ich sage, Tom, dieser Tisch höher, dann ist er nicht dieser Tisch, sondern dieser Tisch. Ich würde den sagen, komm und hochheben. Bist du ein Knopf. Warum ziehen wir den nicht einfach raus und machen das denn vernünftig? Ja, und dann heißt aber die Gleitstellung mit den anderen Tischen. Die Gleitstellung. Ich will auch nicht mehr. Warum? Ich will nicht mehr. Das bringt nichts. Ich will mich da auch nicht mehr drüber aufregen. Mach das, was du für richtig hast. Wieder haben wir Glück und jetzt ist Spaß gleich. Hör! Er fängt ja gleich an. Ich habe mir gerade gedacht, Anweisung von mir. Fängt er an zu treten. Und er nie auf mich hört. So, jetzt kannst du hochgehen. Und jetzt hat er ihn. Pack das Ding an! Halt ihn auf die Stellung. Wenn ich jetzt sage, halten, dann sollst du nicht ziehen. Halten heißt halten. Ziehen du heißt. Du schraubst das da an, Mann. So, bist du gut? Ja, eine Seite. Ja, festhalten. Ja. Nicht loslassen. Nein. Ich habe zu dir, Tom, deshalb gesagt, nicht loslassen. Wenn ich sage, warten, heißt das warten, Tom. Nichts machen. Warten. Udo, du hast da wieder fiese Bremsspuren in den Boden reingehauen. Mhm. Guck mal hier vorne. Ja, ich wisch auch gleich. Guck mal hier. Ja, weiß ich, das ist mein Schuhwerk. Ich bin auf dem Platz gewesen. Udo, guck dir mal die Bremsspuren an. Ja, ich hab's schon gesehen da vorne. Udo. Oh, ich muss du. Ich bin der Hauptmonteur. Udo. Ja. Ich bin richtig verliebt. Worin? Ja, deine Hautfarbe am Bauch ist auch Mehlstufe 503, ne? Mehlstufe, ich hau dir gleich Mehlstufe 6. Wir arbeiten Tisch für Tisch ab. Ja. Ja. Dann sollst du ja nur nach dem gucken. So. So, und jetzt fehlt dieser hier, ne? Ja, der, muss runter. Der muss runter. So, gut. Ja. Der muss runter. Der muss runter. Ja, der muss runter. Hochheben. Ja. Hier hochheben. So. Wie soll ich denn hochheben, wenn er runter muss? Haha. Hochheben! Die muss man wirklich erklären, wie man auf Klo geht, ne? Hose runter oder Hose aufmachen. Bei groß Hose runter, bei klein Pipi machen, Hosenstall auf. Udo, die Bremsspuren. Ja, die mach ich gleich weg, Wilke. Du hast gleich eine Bremsspur im Gesicht sitzen, weil ich dir Torbens Schiff um den Hals wickel. Das passt. Was? Das passt. Ja, aber muss mal gucken. Ja, wackelt ein bisschen, das kann nicht passen. So. Torben! So, wie sieht's jetzt aus? Ja, scheiße. Jetzt ist der hier wieder zu tief. Welcher? Der muss höher. Ja. So, ja. Einmal kurz anheben. Ja. So, halt ihn fest. Ja. So, jetzt lass ihn mal los. Oh. Gut? Nein. Noch höher? Ja. Stück noch. Runter. Stück noch. Ich hab Fußlein raus. So, jetzt wackelt der nämlich. Mit euren Scheiß.
Das meine ich doch. Ja, dann musst du den hier auch rausschrauben. Herr, sehe dein Volk an. Denn der Torben, der kann da nichts für. Die Gehirnzellen hast du ihm nicht gegeben. Den schmutzigen Schlüpfer schon, aber sonst nichts. Was hat der einen mit deinem Schlüpfer? Vielleicht steht er da drauf, keine Ahnung. So, jetzt schafft er nicht mehr. Ist das gut? Nein, der ist ein Zentimeter zu hoch. Ja, dann meine ich auch so, jetzt gut. Das reicht. Ja, dann ist das genau nee, wie ich hab keinen Bock. Nee, komm, lass es. Mit dir kann man nicht zusammenarbeiten, ich kann mir besser. Nee, das ist doch viel zu schief. Das habe ich dir doch gerade gesagt. Das war gut, zwischenzeitlich. Ja, aber dann hat er gewackelt. Dann hast du echt top gemacht. Jetzt ist ja noch schlimmer als vorher. Ja, ja. Hast du wirklich top gemacht. Dann ist ja wirklich 1A. Au. Dann drücke ich da auf die Ecke und dann ist er gerade. Weil die Schraube ist abgenuckt. Das ist so schwer vom Capito. Geht nicht. Ich habe auch schon an meinen Imbus genommen. Ja, aber warum schraubst du nicht einfach unten die Schraubendinger raus, dann womit steht... man die einstellt? Gott, will er nicht, will er nicht. Die Füße sind gleich raus. Ganz ehrlich, der ist noch doofer wie dir. Mit dir den Tisch zu reparieren, ne? Ist wie mit einer Kuh auf Schlittschuh fahren. Ganz ehrlich. Was ist denn schlimm, mit einer Kuh Schlittschuh zu fahren? Ja, die muss dann 4 Kufen haben. Kufen. Heißer Kufen. Heiß Kufen. Ja, so witzig. Kuh und Kufen. Ja, Kuh und Kufen. Er ist ja eine Kuh. Eine männliche Kuh. Nee, hä? Ist ja ein Bulle. Oh. Hat jemand aufgepasst im Biologieunterricht, wa? Ja. Männchen und Weibchen. Hm. Ich wicke gleich deine Bullenklöten um den Hals zu, wenn du jetzt nicht die Rohrzange holst. Warum holst du die denn nicht? Das ist so weiter weg. Ich habe das andere ja schon geholt. Da war ich nicht mit, oder nee, was? Da warst du nicht mit. Nee, überhaupt nicht. Der hat's dann hier rübergebracht. Oh. Irgendwie eine Lösung finden jetzt. Das ist nur die Ecke, ne? Ja, die kann auch runtergedreht werden. Ja, aber dann wackelt der Tisch. Dann macht man den da hinten ein bisschen aus. Dann ist der da wieder zu tief. Der ist nicht. Willst du mir jetzt einen von der Höhe von der Tiefe erzählen? Wozu sind die Drehfüße denn da? Um die letzten Millimeter einzustellen. Das sind doch nur Millimeter. Das sind 10 Zentimeter. Gut. Hast du es aber schlimmer gemacht, als es vorher war? Nein, das war nicht. Vorher war es noch schlimmer. Nee. Tom? Naja, die Ecke hier, die ist jetzt... besser als vorher, aber hier ist ein Krater drin. Ich krater mir gleich wirklich ein. Ich gehe jetzt noch. So, entweder gehst du jetzt hin, ich versuche das Ding jetzt loszumachen. Und wenn ich das Ding nicht loskriege und du bestehst hier immer noch, dann überlege ich mir, was ich mit dir anfange heute. Hier bin ich abgenuckelt. Steht da noch immer. Ist 11 Uhr. Das ist ja. Ja, ist, in ganz Deutschland ist Probealarm. Oh. Ja, aber weißt du, was das Krasse daran ist? Die können. Wie geht das aus? Was steht denn da? Guck mal. Krass ist, dass sie dir alles aufs Handy nageln können. Ja, also beispielsweise, also es ist kein Witz. Beispielsweise ist jetzt eine Atombombe unterwegs zu uns. Ja. Das können die auf dem Handy Bescheid geben. Bitte suchen Sie Schutz, bla bla bla. Heftig. Ja, das ist krass, ne? Das geht doch gar nicht aus. Leck mich am Arsch, wir haben keine Zeit für Alarm. Okay, so, das ist aus. Okay, so, der ist aus. Jasses, ne? Ja, Herr Rocke, was ist denn jetzt los? Ja, ich wusste das, aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Nö. Die haben es ja gestern Abend durchgegeben, ab 11 Uhr. Wenn ich das sehe, ne? Komm, hör jetzt auf zu labern. Schweine labern auch nicht. Mach das, was wir zusammen machen. So, jetzt hier ein bisschen mehr. So. Guck mal, Udo, das ist fast gerade. So. Ich bin nicht mehr. Blödsinn, Mass. Was denn? Mhm. Udo, du kannst mir die Hupe doch nicht weg. Udo. Nee, ich kann nicht mehr reden. Aber du gibst doch die Angaben, wie zu arbeiten ist. Du gibst es ja vor, die anderen sind schuld, wenn es falsch ist. Nee, aber bei dem Tisch habe ich zu Torben gesagt, warten. Und was macht er? Er fängt an. Ich habe das ja richtig im Kopf, aber du da hinten nicht. Und ich weiß dann, wenn ich das umsetze und habe dann die Ruhe, dann setze ich das auch vernünftig um. Aber dadurch entsteht also auch... Das Happy End der Geschichte des Videos ist, der Tisch ist die nächsten 2 Jahre so. Nee, ich fahr jetzt, wo ich da sage. Ich laufe jetzt hin, hole eine Rohrzange und dann mache ich die Schraube im Locker und dann ist die nachher fertig. Weil das lasse ich nicht auf mir sitzen, dass das nicht passt.
Jetzt ungelogen. Man macht das, was Udo sagt, und es ist trotzdem falsch. Das ist komisch. Also. Ja. Dreh dir mal um den Tisch. Sag ihn noch mal, du. Was hat er denn da gemacht? Das war doch vorher nicht so schlimm. Nein. Hä? Habt ihr die Tische getauscht? Bist du blöd oder was? Nee. Ihr habt die Tische getauscht. Haben wir nicht. Hier war eine weiße Schraube drin. Ja. Ihr wollt mich verarschen hier. So, drück ihn runter ein bisschen. Okay. Weiter. Stopp. Ja. Ist gut? Ja, top. Ihr habt die Tische getauscht. Das war aber eine Blitzidee, weil wir haben gedacht, wenn da eine Schraube verknudelt ist... Nehmen wir ihn um, das ist doch einfach besser. Ja, aber dann habt ihr die andere Ecke hier schief. Nö. Ey, wollt ihr mir jetzt einfach Arsch will? Da ist doch jetzt schief hier! Ja, aber der ist doch überall schief, der Tisch. Ich hau euch. Ich dreh hier am Rad. Udo. Nee. Dein Blutdruck. Nee, ich hab gleich keinen Blutdruck mehr. Jetzt kann ich die ganze Scheiß Mathematik-Scheiße wieder durch den Kopf gehen lassen. Oh, so, warte. Aber pass mal, hier ist das doch jetzt gerade. Nein! Nein! Udo. Nee, der dreh ich am Rad. Halt so fest! Bitte so fest am Wege! Und lehnst du nicht da drauf, ich knall dir eine! Mann, ich hatte das so schön! Aber nein, da kommen wir auf den Trick, da lassen wir umtauschen. Die ganze Soße. Wir wollten dir nur helfen. Nee, das ist keine Hilfe. Ihr habt mich jetzt komplett mit geistlich durcheinander gemacht. So. Das war gemein. Das war wirklich gemein, was ihr da jetzt gemacht habt. Ich hätte das sonst... So. Wir können ja... Pass denn jetzt! Nein, das ist viel zu hoch. Wir ja, dann drücke ja ich jetzt runter. Wir können wo soll ich denn überall festhalten? Hau da einfach auf die Ecke ein bisschen. So, nochmal. Oh, ja. Passt doch gleich. Gut. Ruhig halten jetzt. Gut. Ja. Ja, dann sag doch was. Dann wird alles neu machen. Wieso gehst du auf ihn ein? Das war ja seine Idee. Wie? Das kann ich dir sogar auf Video zeigen. Das war Torfs Idee. Ja, das ist schön, ne? Schön, ne? Ist ja fast gerade, Udo. Mhm. Super, Torf. Hier kann kein Plan funktionieren. Bei euch kann kein Plan funktionieren. Wir meinten das nur gut. Nee, du meinst das gut, du meinst das schlecht. Sonntagmorgen hier ein Auto machen. Ihr weiß gar nicht, was ein Auto ist. Jedes Mal dieselbe Kacke hier, Sonntagmorgen. Dann kommt ihr auf solche Trichter. Wir müssen Aufnahmen machen, Outro-Aufnahmen. Ich hätte wohl ein Auto, aber doch kein Outro-Aufnahmen. Mein Gott, nee. Sonntagmorgen, wo ich normalerweise mit Bildchen zum Frühstücken schön am Tisch sitze. Jetzt soll ich auch noch einen Trecker rausholen, oder was? Sonntagmorgens hier einen Trecker rausfahren, damit mir der Nachbar noch mehr auf den Schlips geht. Ja, ey, weißt du, der hat mir noch mal mehr lieb als sonst was. Das ist es. So was Blödes hab ich nicht gesehen. Ja, jetzt fahr ich hier durchs Auto. Ich fahr durchs Auto. Hier, Auto. Na, liebe Zuschauer, danke, dass ihr unser bescheuertes Video immer anguckt. Teilen und liken. Und Daumen nach oben lassen für sowas Bescheuertes. So, jetzt muss ich umdrehen. Ah, ja, Gott, nochmal. Das ist die ganze Scheiße hier. Jetzt geht der jetzt in die Garage. Schaut einfach mal in unseren Shop vorbei. Da unterstützt ihr unser Verein mit. Also ist ganz lieb von euch. Und wie gesagt, das Video immer schön teilen und liken. So, und jetzt fahre ich in die Garage. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Ich will jetzt nach Hause mit meinem Mädchen frühstücken. Nein. So was Bescheuertes, so ein Heckmeck hier am Sonntagmorgen machen. Jetzt noch eine Krise hier.